Freunde, willkommen zurück. Sagt so schnell, ja, kann es gehen. Wie gesagt, ist immer ein bisschen zeitabhängig, das alles zu machen hier. Ja, was wollen wir machen? Ihr habt schon gesehen, sagt in der Übersicht, in der Überschrift, ja, kein Geheimnis, die neue MP5 von Bugatti. Sagt, ihr seht, ist alles noch verbändert, kam es ganz frisch rein. Ich habe letzte Woche erst das alte Review fertig gemacht. Von daher machen wir gleich weiter. Ich packe das mal aus. Kann man so sehen. Geil. Ja, Polsterung, wieder cool. Ja. Und hier ist die MP5. Auf jeden Fall ist sie super schwer. Boah. Ich räume mal kurz ab hier. So, da ist die MP5. Wie gesagt, kommt wieder in einen ganz schlichten Pappkarton. Ja, bisschen, nee, nicht mal Tesafilm drum, war ja offen. Ja, ihr seht es hier, Syma, die haben einfach die Kartons umgedreht. Ja, das Chrono-Protokoll ist dabei. Ja, was steht dabei? Ja, ich habe die Waffe diesmal nicht drosseln lassen. Ja, später im Gameplay seht ihr die schon gedrosselt. Wie gesagt, die Waffe hat ein Schnellfederwechselsystem. Aber ich habe es diesmal mitgenommen, ja, ohne alles, weil es relativ simpel ist, selbst zu machen. Genau, was haben sie gekront? 1,40. 1,41, 1,42, 1,40, 1,39, also im Schnitt sagt 1,4 Joule, sagt mit 118 Meter pro Sekunde. Das ist schon nicht schlecht, also hart an der Grenze, was wir hier im Block spielen dürfen. Gut, sagt viel dazu. Wir kronen das nachher natürlich alles nochmal nach, auch mit 0,2 Gramm BBs, aber letztes Mal hat es auch gepasst, von daher, das läuft immer ganz solide. Gut, was haben wir drin? Ein kleines Heftchen, wie immer. Sagt, guckst du auf, gehst du drauf, guckst daneben, bleibst am Leben. Hop-up, ja. Sagt, Explosionszeichnung, das ist aber ganz cool. Genau, gut, machen wir weiter. Ja, schön, also ich liebe das, wenn das in dieses Styropor hier eingepackt ist. Ja, was ist dabei? Ein Speedloader, BBs. Ja, 0,2 Gramm BBs, wie immer nehme ich an. Das Magazin, die sehen schon sehr, sehr cool aus und sehr wertig. Wir werden nachher nochmal andere Magazine probieren. Ja, es fühlt sich gut an. Ja, Patronenattrappe, ist ganz cool. Ja, wie gesagt, das Midcap, sind 130 Schuss drin. Ja, ziemlich kompakt, macht auch einen wertigen Eindruck. Und jetzt zur MP5 selber. Ja, das Ding hat richtig Gewicht. Ich habe 3,4 Kilo in der Hand. Also das ist schon ja, außer Griffstück, aber das ist alles hier Metall. Hier hinten das ist Plastik. Hier der Magazinauswurf, der ist natürlich sehr cool gemacht. Ja. Sitzt fest, wackelt ein bisschen, aber dementsprechend geht es auch einfach raus. Sagt, Sturmgriff ist drauf. Ja, ich weiß nicht, ob sie es zu Herzen genommen haben bei den letzten MP5 Reviews von mir, aber ihr seht, wir haben jetzt hier oben endlich eine Visierchen drauf. Also mega cool. Sagt, Kimmekorn, sagt, Lochkorn, Lochkämme, Ladehebel. Also die ganzen MP5 Features sind auf jeden Fall dabei. Ja, der Mündungsfeuerdämpfer hier, der ist, ja, der erinnert mich an diese MP5 CO2 Geräte, aber diesmal ist es aus Metall. Drunter verbirgt sich quasi unsere Aufnahme für den Tracer. Auch geil, endlich wieder eine Waffe mit Tracer-Aufnahme und alternativ kann man das hier wieder drauf machen und kann den richtigen Mündungsfeuerdämpfer draufbauen. Coole Sache, auf jeden Fall alles aus Metall, die Trageriemenaufnahme, hier hinten auch noch die Aufnahme für den Trageriemen, von einem Punkt oder von zwei Punkten, wie man das möchte. Ja. Schulterschütze, auch verschiebbar,
Sagt, der Akku kommt gleich hier rein. Erzähle ich euch gleich noch oder zeige ich euch gleich noch. Sagt die Schulterstütze. Das Ding ist richtig schwer, also macht einen richtig soliden Eindruck. Gut, ja, wir machen gleich noch ein paar Nahaufnahmen auf jeden Fall. Yes. Aber der erste Eindruck auf jeden Fall sehr, sehr solide. Wir werden gleich mal das Gerät kronen. Und ja, dann erzählen wir noch ein bisschen was zu den Facts. So, da ist das gute Stück. Wie gesagt, wir haben sie jetzt soweit modifiziert, beziehungsweise mit ein paar Anbauteilen, sag ich mal, versehen. Da gesehen, ein Tracer wurde getauscht. Das Originalmagazin ist noch vorhanden. Ein Visier ist drauf. Ja. Das wackelt ein bisschen. Ja. Das ist nicht so ganz straff hier. Ich weiß nicht, ob es am Magazin liegt oder ob die Rail nicht so gut geeignet ist dafür. Ansonsten, Trageriemen ist angebracht. Ja, ein einfacher Einpunktsling. Ja, gut. Dann, viele Markings hat es nicht. Ich zeige jetzt noch mal die andere Seite im Detail. Und dann geht es weiter zum Kronen. So, ich sehe mir die gute von der anderen Seite. Ja, hier hinten werden wir gleich nochmal den Akku einlegen, beziehungsweise werden auch mal gucken, welche Akkus sind dafür geeignet. Ja, unsere Feuereinstellung, Safe, Einzelschuss, eine Burst-Aufzeichnung ist nicht dabei und vollautomatisch, aber wie gesagt, dieser SAG geht natürlich nicht. Da Bugatti, unser FM5-Eck. So, jetzt zum Kronen. Nehmen wir gleich die herbeigefügten BBs und den Speedloader. Also so ungefähr 200 Schuss. Weil ich habe einmal den Speedloader voll bekommen mit der Hälfte der Kugeln. Ja, wer hätte das gedacht? Und habe jetzt schon mal, naja, so 90 Kugeln in das Magazin gefüllt. Und dann werden wir gleich mal gucken, was das bringt. So, Freunde, kommen wir zum Kronen. Wie gesagt, wir haben jetzt 0,2 Gramm BBs drin. Mit dem Standardmagazin. Und ja, fangen wir einfach an, ne? So, auf jeden Fall, die Magazine fielen gut. Das Magazin fielt gut. 1,44. Bisschen mehr als im Chrom-Protokoll angegeben. Ich schieße jetzt hier auch wieder stehend freihändig. Ja, muss mal gucken. Ja, auf jeden Fall gleich einen Tick kleineren Fehler rein. Aber ansonsten, so wie es jetzt ist, ist es ja auch im Shop angegeben. 1,4, 1,5. Ja, das passt auf jeden Fall wieder. Es gibt ja auch viele verschiedene Gegebenheiten. Ich hatte mal ein bisschen Hoverboom testen jetzt. Und ja, gucken, ob sich da was tut. Aber ihr seht unten 120 Meter pro Sekunde, das ist schon eine Ansage, ne? So, kommen wir jetzt nochmal zum Thema Akkuunterbringung. Auf jeden Fall bei der MP5 ist schon mal cool geregelt. Hinten, das kann man einfach abschrauben, da wo der Akku reinkommt. Ihr seht schon, der Stecker guckt schon raus. Die Stecker sind verbaut. Dazu haben wir noch einen Bugatti Akku genommen. Ich zeige euch gleich nochmal eine Nahaufnahme vom Akku selber. Der ist auch bei Bugatti empfohlen. Also das passt auch, was sie da schreiben. Und ja, dazu würde ich gleich noch die Schulterschütze entfernen. Da kriegt man das einfach besser rein. Ein bisschen gefummelt ist es trotzdem, aber es passt auf jeden Fall. So, zum Entfernen der Schulterschütze ist hier ein kleiner Pin. Den kann man einfach nach unten drücken. Und dann kann man die Schulterschütze abziehen. So, Freunde, so sieht das aus, wenn der Akku drin ist. Ja, ein bisschen Quetsch muss man schon. Also ich habe noch nicht die Kappe hinten drauf geschraubt. Aber so richtig passt das nicht. Ich zeige euch gleich nochmal den Akku. Und ja, mal gucken, wie man das lösen könnte.
ob man da hinten noch eine Verlängerung vielleicht drucken kann mit einem 3D-Drucker oder irgendwie eine Aufnahme gibt, ja, dass das ein bisschen schöner wird. Aber ansonsten, man hat da hinten seine Schulterschütze dran, da kann man das verbergen, dass man da nicht irgendwie hängen bleibt. Wir lassen es erstmal ab, merkt, er wackelt nicht, hängt nicht runter, wir können trotzdem damit schießen und ja, weiter geht's. So Freunde, jetzt kommen wir zum Schusstest. Wir haben wieder unsere Bahn aufgebaut auf 20, 30, 40 Meter und die Kleinziele auf 55 Meter. Aber dazu immer noch was direkt im Zielsektor selber. Da seht ihr die MP5, jetzt noch die 0,2 Gramm BBs drin. Die schießen wir erstmal leer und dann probieren wir neue Tracer-Munition. Ich habe mir ein paar Kugeln abgefüllt. Das sind dann 0,25 Gramm BBs. Und ja, ich hoffe, das funktioniert alles so gut, wie ich es möchte. Und man sieht das am Video auch schön. Gut, dann schießen wir mal mit uns 0,25 Gramm BBs Tracer. Das Visier ist jetzt nicht eingestellt. Das sind auch nur 40 Schussmagazine. Ich werde sicher jetzt ein oder andere Mal nachladen müssen. Ja, jetzt habt ihr von hier aus gesehen, 20 Meter kein Problem. Wie gesagt, wir machen jetzt gleich die 30 Meter Aufnahme, aber dazu schicke ich euch vor in die erste Reihe, da könnt ihr es besser sehen. So, wir sind jetzt auf 30 Meter mit der Kamera. Ich habe hinter mir ein bisschen die Sonne, das Visier ghostet ein wenig. Ja, super, also das Visier pegelt sich ein, die ja, Kontinuität der Kugeln ist auch gut. Ich habe nicht irgendwie einen Ausreißer gehabt jetzt. Ja, gehen wir weiter auf 40 Meter. Jetzt habe ich gerade noch ein bisschen die Sicherung getestet. Also richtig sauber einrasten tun sie nicht. Ich weiß nicht, ob drinnen die Kugel sich verschoben hat, aber das Wichtigste ist, die Sicherung geht, von daher passt das. So, 40 Meter, wir müssen es wieder kurz einschießen wahrscheinlich. Ja, auch auf 40 Meter. Ja, cool. Also ich schieße zwar hier sitzend, ja, aufgelegt auf dem Magazin. Ja, ein bisschen wackel ich trotzdem natürlich. Ne? Jetzt hat es komplett mein Visier verschoben. Ja, mein Visier oben ist super locker hier. Da muss ich noch mal ein bisschen an der Mount was bearbeiten, aber lag nicht an der Waffe jetzt, der eine Ausreißer, von daher passt das auch. So, dann gehen wir jetzt nochmal auf 55 Meter, beziehungsweise 54 Meter ungefähr. Ich habe einen halben Meter noch hinter mir Platz zum Fenster und einen halben Meter hinter den Zielen, sagen wir 54 Meter glatt. Und ja, gucken wir mal, wie viele Scheiben hier runterholen. So Freunde, nochmal kurz vor der Kamera, nochmal kurz was zum Magazin. Wie gesagt, ich habe jetzt mit dem G&G Magazin geschossen, das funktioniert sehr, sehr gut. Hier habe ich das Sümer Magazin, das kurze, das funktioniert leider nicht so gut. Hier haben sich die Kugeln drin gestaut. Ja, man sieht es, glaube ich, nicht in der Kamera. Ja, die haben sich so ein bisschen, ja, doppelt gelegt. Also das Magazin, irgendwas mit der Munition nicht richtig oder die Kombinalität zwischen Magazin und Munition ist nicht die beste. Aber wie gesagt, in diesem 40 Schuss Magazin von G&G läuft das sehr gut. Nochmal kurz zum Ziel. Ihr seht, das Ziel ist gerade so
Brusthöhe, Bauchhöhe und ja, also eine Person zu treffen, ist mit den Dingen auf 40 Meter kein Problem. Habt ihr gesehen, auch wie schnell die Kugeln da waren, mit 0,25 Gramm EBs. Ja, wie gesagt, das Ziel ist jetzt nicht so riesig. Genau, und jetzt gehen wir weiter auf 54 Meter. So, dann wie gesagt, auf meinem Visier kann ich mich nicht mehr richtig verlassen. Ich schieße einfach jetzt mal runter und gucke, ob ich was bei meinen Scheiben treffe. Ja, da war das Magazin alle. Jetzt testen wir nochmal das Standardmagazin, was dabei war. Ja, ihr seht, sind wieder runtergefallen. Die anderen haben auch eingeschlagen. Aber ja, fallen nicht immer alle runter, weil bei einigen hinten der Abstand zu hoch ist. Gut, alles in allem, Schusstest hat mir sehr gut gefallen. Dann geht es jetzt weiter im Studio. Kommen wir zum Fazit unserer MP5 hier. Wie gesagt, fangen wir mit den Negativpunkten an. Wir haben, wie gesagt, diesen Akku benutzt. Der passt zwar schön rein, aber die ganze Kabellage muss noch ein bisschen drücken. Und ich hätte ein bisschen Bauchschmerzen, dann hinten das Teil wieder drauf zu drehen. Auch wenn das hier nicht scharfkantig ist oder so. Aber da müsste man irgendwie noch eine Option finden, dass man das vielleicht einen Tick verlängert. Reicht. Ja, 4 cm, 5 cm reicht vollkommen. Gut, ansonsten super solide Waffe. Super schwer. 3,4 Kilo habe ich gesagt. Ein Griff ist dabei, eine Wellaufnahme ist dabei, die positiven Sachen, das Magazin ist sehr gut. Wir haben eben die Kompatibilität mit anderen Magazinen probiert. G&G hat sehr gut funktioniert, das Hypermagazin. Das lag aber nicht an dem Magazin und der Waffe, sondern die Munition. Ich weiß nicht, was da los war. Ansonsten Gewindefinitizer, alternativ Mündungsfeuerdämpfer, Kimmelkorn, alles sehr hochwertig hier. Das fühlt sich nach. Ja, was kostet der ganze Spaß? 394,95 Euro. Ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja, ist nicht wenig Geld. Aber dafür hat man ganz schön was in der Hand. Und ich muss sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis passt das schon. Also, ich habe schon schlimmere Waffen für mehr Geld gehabt. Und coole Sachen. Wie gesagt, die Trageriemenaufnahme. Ich habe die ganze Zeit jetzt meinen Einpunktriemen gehabt. Das sitzt alles schön, da wackelt nichts, da klappert nichts. Das Magazin lässt sich cool entnehmen, für links oder rechts schützen. Das ist ganz gut. Ja, das Hop-Up-Einstellung, ja, ist auch mit einer Art Schieberegler. Ist jetzt nicht so toll, aber erfüllt seinen Zweck. Also nichts über die Funktion, sondern, ja, ihr kennt das. Ich habe es immer ganz schlimm bei AKs, wenn man so ein bisschen schiebt, dann verstellt sich schnell vieles, aber ich konnte es einstellen, sie hat gut geschossen und ja, für die Kürze der Zeit passt das, ready to play, sage ich nur. Genau, deswegen auf jeden Fall gibt es diesmal wieder eine Kaufempfehlung, ist ein gutes Gerät, werden wir auf jeden Fall wieder auch übernehmen. Allein deswegen, ja, MP5, ne? Schön. Gut, das soll es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, grundsolide. Da gibt es noch ein kleines Gameplay. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ja, dann sind wir
das ist scheiße. Rein oder geh raus? Einfach rein. Direkt, wenn du rechts guckst. Hast du mich gehabt? Ist das gut? Bang. Nee, Leute müssen oben bleiben. Das ist uninteressant. Guck mal, die haben jetzt. Die müssen oben. Hier gerade rauskommen, das geht so. Habt ihr den Türkoffer? Ja. Da oben. Geht weiter, 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 weiter. Geht ihr drei jetzt raus? Hey, echt? Wollt ihr drei rausgehen? Ja. Oh, scheiße. Wir sind tot, ne? Wir müssen ja schießen. Wir sind tot. Jungs, Jungs, Jungs! Hier! Lauf! Kein Kontakt! Ja, jetzt vor. Los, los, los! Raus. Ich hatte dich am Helm. Bombe, Bombe. Da hinstellen. Hier.